Und schön, dass du dazu geschaltet bist hier auf Roland Media am Kanal Mantrapreneur. Ich bin der Roland und heute mal wieder ein spannendes Thema, den vierten Teil aus der Reihe Die tieferfüllte Frau mit dem René Hillbrand. Und heute ist das Thema Grenzen bewahren, ohne sich zu unterdrücken. Ja, wir legen los mit dem René. Wenn du Bock hast, gerne Kanal abonnieren, das hilft der Arbeit. Nach dem Video teilen. Ich freue mich über Daumen hoch und über deine Kommentare. Aber jetzt starten wir gleich mit dem René. Hallo, liebe René, grüß dich. Hallo Roland. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Heute ja schon zum vierten Teil aus deiner Serie Die tief erfüllte Frau. Und heute geht es um das Thema Grenzen bewahren. Ist ja auch wichtig, als erfüllte Frau sich Grenzen zu bewahren, ja, sich klar mal Stopp zu sagen. Du bezeichnest dich ja selber aus der Frauennussknacker und ich finde den Begriff sehr, sehr schön, weil du es ja schaffst, mit deiner unheimlich tollen Arbeit wirklich Frauen wieder zu öffnen, Frauen wieder in ihre Bedürfnisse zu kommen, in ihre Weiblichkeit zu kommen, sich zu öffnen, was natürlich auch den Männern wieder die Chance gibt, auch in ihre Männlichkeit zu kommen, dass wieder Platz für sie, sich aufzurichten. Nichtsdestotrotz brauchst du natürlich auch Grenzen. Genau. Aber wird oft falsch verstanden. Also, wenn das Grenzsystem von uns Menschen richtig gut funktioniert, dann denkst du nicht an Schützen. Du denkst gar nicht an Grenzen, weil es einfach funktioniert. Das ist also unser natürliches Grenzsystem ist im Grunde unser Auerfeld, beziehungsweise auch unsere Haut ist ja auch ein Grenzsystem, was einfach, und das ist wie ein Filter. Und durch diesen Filter kommunizieren wir mit der Welt um uns herum. Und wenn das im Grunde all diese Schichten, es sind ja mehrere Schichten, wenn die alle schön harmonisch sind, kommunizieren wie Membrane, die einfach Energie rauslassen und raus, und man filtert immer Energie raus, also wie du dich ausdrückst, das wird ja gefiltert, so dass es beim anderen ankommt und umgekehrt, wie Dinge zu dir reinkommen. Und wenn das gut funktioniert, dann denkst du nicht an Schützen, dann denkst du nicht an Grenzen. Die sind einfach ganz natürlich da, die sind dann einfach so, wenn jemand was fragt, sagst du einfach so, nein, danke. Oder ja, gerne. Da ist keine große Emotion dabei, das ist so, das fließt einfach. Das heißt, das Ja und das Nein kommt aus dem Herzen und nicht aus dem Kopf. Aus dem Körper, aus dem System, also nicht nur, ja, also im Grunde aus dem ganzen System, weil da hängen, also diese Aura-Schichten hängen ja mit jedem Chakra zusammen, in verschiedene Bereiche. Und man kann da auch, man muss ja auch dieses Grenzsystem, also man kann so grob verfassen, einfach in diesen wirklich physische, dann eben auch so die emotionale Ebene, emotionales Grenzsystem, die mentale Ebene und dann die spirituelle Ebene. Da kann man das ein so grob zusammenfassen oder man nimmt einfach dieses Sieben-Chakren-System her, da kann man es auch sehr schön arbeiten, weil ja auch verschiedene Bereiche zugeordnet sind. Aber es ist ganz wichtig, was nämlich einfach wirklich tragisch ist, was da passiert, was einem viele Frauen daraus machen. Sie wurden verletzt, sie leben aus ihrer Wunden und dann sagen sie aus diesem Schmerz heraus, die Frau muss Grenzen setzen. Und das ist tödlich für die Frau, weil sie setzt dann keine Grenze. Sie baut Mauern. Beziehungsweise sage ich immer, die Frau muss lernen, Grenzen auszudrücken und nicht Grenzen zu setzen. Also Grenzen setzen ist nämlich von der Energie her sehr männlich und da baut sie in der Regel Mauern, um sich zu schützen. Und Grenzen ausdrücken ist einfach, kann ich gerade mehr Raum haben. Einfach diese Bedürfnisse oder auch jetzt kommt, wenn es auch sexuell ist, so, ich brauche gerade mehr Zeit. Und dann, weil das ist nämlich das, was den Frauen, wenn sie das wieder gut können, sie einfach dem Mann dieses Vertrauen schenken, lernen wieder. Und der Mann setzt dann für sich selber Grenzen, weil er sein großes Bedürfnis ist, dass der Frau sicher ist. Aber dafür muss sie als Frau das wieder mal ausdrücken können. Also sie braucht nur einfach, und das ist jetzt im Grunde so, das ist im Grunde ganz, ganz praktisch gesehen, wenn du jemanden kennenlernst, das ist ja auch nicht jetzt gleich der Best Friend und so, und umarmst du und kuscheln und dann bla bla bla. Nein, es braucht ja auch Zeit. Das ist ja ein Spiel. Das ist ja ein Spiel der Intimität im Grunde, was dieses System macht.
Es ist ein Spiel, wo Vertrauen aufgebaut wird. Es ist ein Spiel, wo im Grunde auch gerade vom männlichen, weiblichen, wo diese Spannung entsteht. Das ist, ah, jetzt geht das und jetzt geht das. Und dann, und das ist immer so, es beginnt ja immer bei der Frau, also das Empfangen bei der Frau beginnt es und dann spürt der Mann diesen Sog und penetriert und dann spürt er wieder irgendwann, okay, hier ist jetzt die aktuelle Grenze, bis hier kann sie sich helfen. Und dann muss der Mann halt wieder auch lernen, das so zu dosieren, so seine Kräfte und Energien, dass er hier auch Halt macht. Und dann spürt sie, ah, es ist sicher und sie spielen weiter auf dieser Ebene. Ich nenne das immer diesen Sweet Point der Verletzlichkeit. Und dann öffnet sich weiter und der kann tiefer. Sie öffnet sich weiter und der kann tiefer. Und wenn unser Grenzsystem gut funktioniert, funktioniert es genau so. Sie öffnet sich, der Mann kommt. Sie öffnet sich tiefer, der Mann kommt. Sie öffnet sich tiefer. Und das ist jetzt gerade so, wenn wir vorher alles angesprochen haben, Frauennussknacker. Was ich im Grunde mache, ist, ich reiße diese Mauern ein Stück ein, die die Frauen bauen. Weil beim Grenzsystem, das spüre ich, und das ist ja auch, also ich merke das selber, weil ich auch, wenn ich sehr im Körper bin und mit Frauen arbeite und das Grenzsystem gerade gut da ist und sie mehr Raum braucht, gehe ich automatisch zurück von meinem Körper. Oder auch in Zoom, dass ich merke, ah, jetzt muss ich, geht der Körper automatisch zurück, weil der Körper auf dieses Grenzsystem, wir sind da geeicht, dass wir das einander spüren. Aber natürlich funktioniert das nur, wenn du selber das schon mal so einen Großteil repariert hast, weil wir haben, also man kann sich immer vorstellen, dieses Membran hat Löcher. Und wir haben es im anderen schon erwähnt, mit einem anderen Video, dass halt dann, wenn es ein Loch hat, in der Regel meistens eher der Fall, zuerst rinnt es aus, lassen wir es ausrinnen und dann verlieren wir uns so selbst oder haben uns in der Partnerschaft so verloren und und. Und dann, statt das einfach das zurückholen und diese Wunde heilen, weil das beim Loch ist immer ein Wunder, ist eine Verletzung, ist ein Schmerz, diesen durchfühlen, durchspüren, also da geht es hauptsächlich um durchfühlen, durchspüren, durchlieben und dann repariert sich dieses System eher automatisch wieder, machen dann die Frauen Mauern. Und das ist jetzt das Problem, dass die meisten Frauen Grenzen wie Mauern sehen. Und das ist aber nicht so. Grenzen sind Membrane. Die dehnen sich aus. Das ist wie dieses, aber letztes Mal kannte ich noch nichts, aber heute kenne ich dich schon besser. Und beim nächsten Date und beim nächsten Date und irgendwann kommst du dann auch zum Sex sozusagen. Und man kommt sich immer näher und näher und näher. Das ist, bei einer Mauer ist das einfach wuff. Und dann ist es ja oft noch so, dass hinter dieser Mauer in der Regel eine tiefe Unsicherheit da ist. Und im Grunde eine Herdenangst vor diesem Schmerz, wo sie nicht hinschauen wollen. Den sie nicht durchspüren wollen, was einfach durchgefühlt werden muss, damit dieses Grenzsystem wieder sich reparieren kann, diese Membrane wieder geschlossen werden, müssen wir diesen Schmerz durchfühlen, durchspüren, durchleben. Und all die Emotionen und Gefühle, die damit in Verbindung stehen. Und da kommen wir nicht aus. Und das ist, und du kennst es, also du kennst es sicher auch, es gibt Bereiche, du glaubst, du, hier muss ich mich schützen, hier muss ich eine Grenze setzen. Wenn du so denkst, dann ist genau hier noch eine Wunde. Und dann gibt es Bereiche, wenn du jetzt, weiß ich nicht, kann man vorstellen, in den Supermarkt, gerade bei uns Männer, da denkst du dir nichts, du gehst aber rein und raus. Da ist dein Grenzsystem super aktiv. Also überall, wo du als Frau vor allem denkst, oder im Grunde Männer auch, ich muss mich jetzt schützen oder Grenzen setzen, das sind immer die Bereiche, wo eine Wunde da ist. Wo das nicht natürlich funktioniert, wo einfach du dein System nicht natürlich arbeiten lässt. Das finde ich nachvollziehbar. Ich habe das heute gerade gedacht, ja. Der gesamte Wohnmobil lebe, ja, wenn jemand einbricht oder so, das ist so alte Geschichten von mir, wo ich öfter bestohlen worden bin und dann ist das immer da, ja. Und dann baut man Mauern auf, ja. Absolut, ja. Damit allem zu tun. Ja. Genau. Das ist auch, wenn eine Frau immer aufbaut, man ist immer auch bei mir gemerkt, dann als Mann, du rennst immer wieder gegen diese Mauer, du stürmst immer wieder gegen Mann. Manchmal passiert es, dass du wirklich gewaltsam durchbrichst, oder aber du ziehst dich irgendwann zurück und sagst, nee, nee, danke. So, jetzt war es kurz weg. Also, Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. es ist ja auch in Partnerschaften so, ja, wenn die Frau eine totale Mauer hat, ja, das Mann, du rennst immer oder stürmst gegen diese Mauer, ja,
Und entweder du durchbrichst sie irgendwann gewaltsam, oder aber du ziehst dich zurück und gibst es auf. Genau. Und das ist ja Und das du bist halt auch nicht Problem. mehr verfügbar als Mann. Wenn die Frau nicht einladend ist, nicht offen ist, diese Mauern hat, zwingt sie den Mann, übergriffig zu sein. Auch spannend. Weil das ist dieses Prinzip, also öffnen, Sog, Penetration, öffnen, Sog, Penetration. Das funktioniert bei einer Mauer nicht. Und dann wirst du gezwungen, also im Grunde auch dieses Frauennussknacker, was ich gesagt habe, ich bin einfach gut im übergriffig sein, wenn man es Hacker ausspricht. Dass ich einfach diese Mauern so aufreiße, gleichzeitig so einen geschützten Rahmen gebe, dass einfach dann diese Wunden dahinter angeschaut werden können, dass die gespürt werden und da dann nicht locker bleiben. Weil einfach die Frauen schon so gefangen sind in diesen Systemen, in diesen Ängsten, in diesen Kontrollieren, weil es sind nicht mehr Kontrollmuster, es sind Sicherheitsmuster dahinter, die einfach die Kontrolle übernommen haben. Und da, die erkenne ich halt gut und lasse mich einfach nicht von diesen irritieren sozusagen. Und dann schaue ich aber oft auch, wenn ich jetzt, okay, jetzt bin ich da über diese Mauer gegangen, jetzt sind wir in diese Wunde hineingegangen und dann schaue ich aber auch, dass dann dieses Grenzsystem wieder geschlossen wird für die Frau. Dass auch die Resonanz sich ändert und dass da gar kein Thema mehr ist. Und das kennt jede Frau, dass sie irgendwann Themen verarbeitet hat, wo sie einfach früher, wo sie sich immer glaubt, schützen müssen, kämpfen müssen, verteidigen müssen, wo das immer so präsent war. Und wenn sie, und du jetzt mal so nachdenkst, jetzt ist in dem Bereich ist es nicht mehr und in dem Bereich nicht mehr. Weil unser System ja über die Zeit eher natürlich heilt. Und es ist ja auch so, gerade in Partnerschaften, wenn Mauern da sind, wenn Wunden da sind, unsere Seelen, unsere Systeme, die wollen heilen. Da kommen wir nicht aus. Und das ist ja auch das, mein Partner drückt mich immer genau dahin, genau in das. Und ich habe das bei mir selber auch beobachtet. Das ist nämlich super spannend. Das ist wie, da gibt es so Momente, da schaltet mein System aus. Da kann ich nicht klar denken. Dann drücke ich da. Und dann, wieso habe ich das gerade gesagt? Wieso habe ich das gerade getan? Das ist, wo jetzt im Grunde, wenn wir jetzt ein Paar werden, oder du meine Frau wärst, und dann sagt er, schau, hier ist eine Wunde, hier ist eine Verletzung. Sie will dann nicht hinschauen. Spricht sie zu meiner Seele und dann sagt meine Seele, okay, ich schalte den René gerade mal ins Bewusstsein runter, drückt dann und dann schalte ich das wieder hoch, dass sie dann mal hinschaut. Und so geschieht natürlich Heilung in der Regel. Unter uns Menschen, weil einfach auf im Grunde unsere Quantencomputer, wir sind ja eigentlich Quantencomputer, der menschliche Körper, und da wird einfach so viel kommuniziert, dass ich nehme das auch immer wahr, vor allem wenn ich Heilsessions körperlich mache mit den Menschen. Das ist wie, also bin also beim Körper und lege so die Hände aufs Herz oder so. Und das ist, wir sind ja Kugeln, im Durchschnitt von 5 Meter Durchmesser. Und das ist ja schon in der Regel unser natürliches Grenzsystem. Man sieht es auch zum Beispiel bei Bahnhöfen, wenn genug Platz ist, ist immer so ein gewisser Abstand zwischen Menschen. Und das ist genauso, wo sie diese Kugeln im Grunde am Rand berühren. Und das ist auch, also die Menschen, die auersichtig sind, die sehen zum Beispiel bei Naturvölkern, dass die noch richtig rund sind. Und bei Menschen, die was sehr, sehr eng sind, in Städten, dann wird es eigentlich eiförmig oder immer so enger und enger und enger. Da sind die Aurafelder schon kleiner, weil einfach weniger Platz ist, dass du dich ausdehnst. Und das gehört ja alles zu unserem Grenzsystem dazu. Also das ist ein System, was extrem komplex ist. Das ist jetzt nicht, das kannst du nicht einfach so in 30 Minuten erklären, das geht nicht. Da gibt es so viele Nuancen, so viele. Ich kenne auch einige Techniken, wie man da arbeiten kann, dass man einfach diese Wunden löst, diese Mauern löst. Und vor allem ist das auch etwas, was Zeit braucht. Aber wichtig ist, eine Grenze ist keine Mauer. Das ist das, was ich heute auf alle Fälle mitgeben möchte. Eine Grenze ist keine Mauer. Und auch für euch Frauen, ihr müsst das Grenzsystem ausdrücken und nicht Nein und Stopp sagen. Nein und Stopp sagen. Ja, wenn jetzt das hier in der Passant oder irgendwas auf der Straße ist, dann ja, sag ein klares Nein, ein klares Stopp. Aber gerade in der Partnerschaft,
ist so wesentlich, dass du ausdrückst, was dahinter ist. Du sagst nicht nein oder vielleicht sagst du nein und dann sagst du, okay, ich fühle gerade so viel Unsicherheit, ich fühle, dass es schwer ist, ich habe Angst, dahin zu kommen, ich fühle mich gerade unsicher. Wenn wir Männer das hören von der Frau, weil das ist ja oft so für uns Männer, okay, nein, stopp. Und wir haben keine Ahnung, was gerade los ist. Das ist ja bei allen Männern so. Weil einfach im Grunde, das ist ja dann meistens eine Mauer und wir können nicht durch die Mauer oft durchschauen, wenn wir nicht dieses Feingefühl haben will. Und dann ist aus. Und das ist nicht gut für die Frau und auch nicht gut für den Mann und vor allem nicht gut für die Partnerschaft. Und das erlebe ich auch mit Frauen, da bringe ich sie immer wieder hin in dieses Grenzsystem ausdrücken. Vorher natürlich einmal dein eigenes Grenzsystem wieder spüren lernen, weil das, die meisten Frauen haben ja da ganz wenig Zugang einfach, dass sie das überhaupt mal spüren. Aber dann wirklich mal, wenn sie das spüren, dass sie es dann auch ausdrücken. Das ist immer schrittweise. Sie beginnen was zu spüren und dann drücken sie das aus. Und dann, wenn das nämlich, das ist nämlich das Magische, warum ich auch Verletzlichkeit so viel Gewicht gebe und trainiere. Weil wenn die Frau wieder aus diesem verletzlichen Pol heraus, aus dem weiblichen verletzlichen Pol heraus das mitteilt, da kommt bei uns sofort der Krieger raus und wir setzen uns selber die Grenzen. Wir wollen sie ja nicht verletzen, wir wollen sie schützen, aber wir wissen ja oft nicht, was dahinter ist. Und wenn sie sich als diese taffe, unabhängige Frau zeigt, die stark ist, ich kann Grenzen setzen, ich lasse sie nicht rein, ja, aber sie trennt sich in dem Moment. Und eines der größten Bedürfnisse der Frauen ist Verbindung, ist Intimität. Und wenn die Frau eine Grenze setzt, also mit dieser männlichen, maskulinen Energie, schneidet sie sich von ihrem Mann ab oder Partner ab oder Kind ab. Wenn sie aber diese Grenze ausdrückt, was einfach gerade da ist, dass sie das zu schnell geht, dass das zu nahe ist, dass das, dass sie einfach gerade mehr Raum braucht oder dass das diese Art und Weise, weil vielleicht wir Männer ja auch sehr unbeholfen sind, was das alles betrifft. Und da wieder mit diesem weichen, femininen Körper umgehen dürfen. Das ist ja im Grunde das, wo ich die Frauen auch immer feiere, wenn sie in diese Verletzlichkeit hineingehen, weil das super viel Mut braucht von den Frauen, sich verletzlich zu zeigen und einfach diese Schutzmauern runterzugeben, diese Rüstungen runterzugeben und einfach sich auszudrücken und dem Raum geben. Und das ist auf der einen Seite wunderschön und gleichzeitig, was passiert hier? Aber da kommt auch wieder dieser Überraschungsaspekt dazu. Und wenn die Frau diesen Weg geht, wird sie immer mehr und mehr Vertrauen wieder gewinnen. Vertrauen in ihren Ausdruck, Vertrauen in ihre natürlichen Grenzen und vor allem Vertrauen auch in die Männer. Weil wir Männer, wir haben es instinktiv drinnen, diesen Krieger, diesen Verteidiger, diesen Schütze, also Behüter, den haben wir ja drinnen. Aber wir müssen dieses weibliche, verletzliche hören, vor allem auch, damit das aktiviert wird. Absolut. Weil sonst, wenn es einfach nur ein Nein ist und ein Stopp ist, sind immer große Fragezeichen beim Mann da. Und irgendwann scheißt er drauf. Und in der Regel ziehen sich ja die Männer einfach zurück und versorgen dann auch nicht mehr und geben auch nicht mehr und gehen ihren natürlichen Bedürfnissen auch weniger nach. Vor allem, wenn sie noch nicht so stark in ihrer Männlichkeit ruhen und wirklich männliche Männer. Die knacken das auch auf, wenn sie das Bedürfnis haben, und wenn aber die Frau immer noch zumaut und gar nicht aufhört damit, dann gehen sie raus, weil sie ihre männliche Versorgung auch nicht aus dem Fenster rausschmeißen. Weil das für uns Männer natürlich auch wichtig ist, dass das auf einen fruchtbaren Boden trifft bei der Frau. Absolut. Jetzt klingt das so, wenn ich dir zuhöre, es liegt sehr viel an der Frau. Es geht jetzt nicht um Zuweisungen, ja, Verantwortungszuweisungen, aber das klingt ja so, wenn die Frau sehr viel an sich arbeitet und sich öffnet, dann ist es für den Mann ja viel einfacher. Weil auf der anderen Seite versuchen ja viele Männer, sich selber weiterzuentwickeln und die Fehler bei sich zu suchen. Ja. Aber es braucht ja beides. Also wenn nur der Mann an sich, ich sage mal, herumdoktert, ja, an sich arbeitet und bei der Frau passiert gar nichts, dann bringt es auch nichts. Ja, man ist unseren letzten Gespräch auch gedacht. Natürlich, da ich spreche jetzt, das Video ist hauptsächlich für Frauen, ich spreche mehr zu Frauen, das ist jetzt mein Fokus auch. Die Männerarbeit, das ist aber, das ist oft sehr verschieden. Also, das ist, weil wir
wir sind ja grundsätzlich unterschiedlich und funktionieren auch komplett unterschiedlich. Und dass jetzt für mich als Mann funktioniert, funktioniert ja für die Frau nicht immer. Absolut, ja. Manche Dinge ja, vor allem wenn sie auf der menschlichen Ebene sind, dann ja. Aber gerade auf der Mann-Frau-Ebene ganz selten, dass das wirklich genau das Gleiche gebraucht wird. Das ist ja auch das, was Frauen da sehen dürfen. Nur weil du das für dich jetzt gut ist, heißt das nicht, dass das für Mann gut ist. Das ist zum Beispiel das Grundlegende, der Mann braucht viel mehr Respekt, sie braucht Liebe. Also sie braucht, ich liebe, wer du bist, er braucht, ich liebe, was du machst. Das ist nämlich Respekt. Und das sind einfach so Kernunterschiede. So, jetzt haben wir aber deine Frage verloren. Ich Ja, bin aber noch zurück. es liegt sehr stark daraus, dass der ganze Männerarbeit umsonst ist, wenn die Frau nichts tut und sich nicht öffnet. Ach so. Ich habe mir das nämlich überlegt, genau das war das. Es ist schwieriger für den Mann, als wenn er mehr die Männerarbeit macht, dass er die Frau wieder dahin führt, als umgekehrt, wenn sie die Frauenarbeit macht und öffnet. Weil es liegt daran, dass wir in einer sehr weiblich erzogenen Gesellschaft sind. Und da viele weibliche Konstrukte auch durch die Feminismusbewegung da sind gerade, die die Frauen da halten. Also es hat nichts per se mit Mann-Frau zu tun, sondern einfach nur gerade den aktuellen Zeitgeist. In 100 Jahren kann das wieder anders sein, dass vielleicht dann für Mann leichter ist, wenn er beginnt. Jetzt ist so gerade, dass, wenn die Frau beginnt. Und da sind wir gerade auch bei diesem Grenzsystem, weil einfach eine Frau, die sich nicht öffnet, die nicht einladend ist, die nicht empfänglich ist, da ist halt super schwierig, weil eben dieses Thema, was ich vorher schon hatte, auch, dann ist der Mann ständig gezwungen, übergriffig zu sein, wenn sie ständig zu ist. Und das ist auch nicht angenehm für den Mann. Er macht es, weil er es tun muss. Weil er weiß, also ich weiß auch, ich muss das jetzt so tun, obwohl es auch nicht immer angenehm ist, das aufzumachen, bei den Frauen sie dahin zu führen und sie da weinen zu sehen, diese Schmerz zu sehen, das ist nicht immer angenehm. Aber ich spüre, ich muss das jetzt machen. Und je bereiter die Frau ist, diesen Weg zu gehen, je bereiter die Frau da ist, sich zu öffnen für diesen Weg, desto mehr geschieht es. Und das ist eben das Schöne einfach, weil es aber auch, ich arbeite nur mit Frauen hauptsächlich und gar nicht mit dem Partner dazu. Aber wenn sie als Frau wieder in dieses Öffnen schon geht, in dieses Empfangen geht, dass automatisch diese ganzen männlichen Themen aktiviert werden bei ihm, instinktiv. Die machen das einfach, die Männer dann. In der Regel, also ich sage immer, wir Männer lechzen danach, dass die Frau sich endlich wieder öffnet, vor allem oft in Partnerschaften. Das ist ja, ich arbeite viele, die was auch schon lange in Partnerschaften sind, Ehen sind und dann noch 12 Jahren, noch 20 Jahren auf einmal die Ehe wieder aufblüht, nur weil sie sich beginnt zu öffnen. Sie wieder erlaubt, empfänglich zu sein, weil sie rausgeht aus diesem Unabhängigkeitsdenken und wirklich erlaubt, den Mann wieder zu brauchen und nicht nur. Viele leben ja noch in diesen Rollenbildern, aber eigentlich Rollenbilder aus dem Kopf heraus und nicht dieses aus dem Körper, aus meiner Zelle heraus, aus dem weiblichen Körper heraus, aus dem männlichen Körper heraus. Dieses, ah ja, ich erlaube mir das wieder, ich spüre dieses Bedürfnis, ich spüre diese Sehnsucht in jeder Zelle, versorgt zu werden zum Beispiel. Und da ist eben dieses Grenzsystem, dieses natürliche Grenzsystem, was wir haben, einfach mega, mega wertvoll und das ist ja auch, wenn wir das jetzt noch so ein anderes Feld da aufmachen, das ist ja die ganzen Bindungstypen, die gerade da am Markt sind, in gewisser Weise. Die beschreiben im Grunde unser Grenzsystem auch, ob das funktioniert oder nicht. Also so hat dieser People-Pleaser, ich habe mehr so eine People-Pleaser-Tendenz, ist, ich habe eher Löcher, ich rinne aus, ich opfere mich auf. Dann dieser Avoidant-Typ sozusagen, der Zumauertyp ist halt eher so, meistens finden sie diese zwei Zimmer zusammen. Der eine, der sich aufopfert und der andere, der zumauert. Das ist halt diese natürliche Resonanz. Und eine sichere Bindung ist, wenn beide, ich bin als Mann in meiner Autonomie, sie als Frau in ihrer Autonomie und dann gehen wir wie zwei Zellen, die im Körper einander verschmelzen, gehen wir in Verbindung. Aber jeder behält seinen eigenen Kern. Und da dürfen wir wieder hingehen und wenn unser Kern gut funktioniert, unsere Membran gut funktioniert, dann können wir das wieder. Und das ist ein Weg.
Und da begleite ich auch Frauen. Das ist auch, wo ich immer noch mehr Expertise aufbaue. Okay, wie können wir das machen? Wie schauen wir, dass dieser Kern wieder stabil wird? Schauen wir, dass dieses Membran wieder stabil wird? Also ich mache das sehr viel, dass ich einfach mal überhaupt zu diesem weiblichen Kern mal wieder hinbringe, die Frauen. Dass sie sich mal wieder spüren, dass ich sie auch in den Schoß wieder hinbringe. Weil da, wenn sie da schon mal sind, dann entsteht schon mal wieder mehr Energie und Kraft und viele dieser Systeme bauen sich auch wieder auf, sie nehmen sich wieder mehr Raum, weil es ist ja oft auch so, dass dieses Grenzsystem, dass die Frauen einfach wie so eigentlich immer so herumlaufen. Und wirklich so, ah, ich erlaube mir wieder Raum. Ich nehme wieder, darf diesen Raum haben, diesen eigenen autonomen Raum für mich. Und das auch wieder spüren dann. Und das ist nicht einfach und es braucht auch viel Feingefühl von den Männern, das wir aber haben. Also die meisten Männer haben das. Ja, und Und es wird uns jetzt. so abgesprochen, weil die Frau nicht empfänglich dafür ist. Ja. Absolut. Und das ist eben das, wenn die Frauen es wieder schafft, nicht Grenzen zu setzen, sondern Grenzen auszudrücken, also ihr natürliches Grenzsystem auszudrücken, dann lernt der Mann natürlich auch damit. Der lernt sie kennen, lernt sie neu kennen, die lernen, ah, jetzt braucht ihr gerade das, ah, das ist wichtig. Und das ist ja oft auch so, wieso hast du mir das nie gesagt? Du hast immer nur Nein gesagt, Stopp gesagt, teilweise Jahre, Jahrzehnte. Wieso hast du mir nicht einfach gesagt, du fühlst dich da unsicher? Dann hätte ich das und das gemacht und sie, ah ja, das wäre schön gewesen. Okay. Ja. Und stattdessen hat sie da jahrzehntelang wirklich, also das braucht ja extrem viel Energie, sich die Mauern aufrechtzuerhalten von der Frau. Und das, wenn die wieder zu bröckeln beginnen, ist wieder energiefrei, die sie dann wirklich nutzen kann, um sich selber zu erfüllen, um das Leben zu leben. Ja, absolut. Das ist ein schönes Ende. Lieber René, vielen, vielen Dank. Ich finde es total toll, die Arbeit, die du da machst für die Frauen und dadurch indirekt natürlich auch für die Männer oder für die Partnerschaften ganz einfach. Wir haben deine Kontaktdaten unten verlinkt für die, die auf dich zukommen möchten. Vielen, vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du leistest. Ich finde das unheimlich spannend. Und ich habe das ich hab in den letzten vier Gesprächen mit dir unheimlich viel, auch für mich als Mann, viel daraus gelernt, ganz einfach. Ja. Sage ich sowieso, ich partizipiere am meisten von den ganzen Gesprächen, die ich führe, ich lerne unheimlich viel permanent. Vielen, vielen Dank nochmal. Alles, alles Liebe. Und vielleicht Ja. bis bald wieder mal. Servus. Danke auch dir. Ja, war wieder cool. Und das kenne ich auch voll, wie viel man lernen aus anderen Gesprächen, dass Absolut. aber auch mega viel rüberkommt. Und wir dürfen voneinander wieder lernen. Und Genau. dafür mache ich auch diese Videos gerne und mache meine Arbeit gerne, dass wir einfach wir die Männer wieder von den Frauen lernen dürfen, die Frauen von den Männern lernen dürfen, dass das einfach wieder ein natürliches Miteinander wird. Jeder in seinen Stärken. Genau. Und Absolut. so Lauschen passt. und lernen. So. Gemeinsam lauschen und lernen. Erfüllen wir uns alle Absolut. Absolut. Vielen Dank miteinander. dafür. Ciao. Servus. Danke dir. Ja, Grenzen ausdrücken und nicht setzen, nicht zumauern. Ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe auch wieder viel dabei gelernt. Ich finde es unheimlich, unheimlich spannend, auch als Mann, auch wenn da. Ich habe sie mit Frauen arbeitet, auch als Mann, was für mich total interessant, dazu zu lernen. Wir haben alle unsere Aufgaben zu tun und ich denke, wir können alle voneinander lernen. Männer von Frauen, Frauen von Männern. Ja, ich hoffe, du hast Spaß mit diesem Video gehabt im Sinne von, ja, das macht für dich Sinn. Wenn du mit den René arbeiten willst, wie gesagt, Kontaktdaten sind unten. Ansonsten freue ich mich, wenn du dieses Video teilst. Für Daumen hoch. Aber natürlich auch deine Kommentare, wie es dir geht, als Mann oder als Frau in einer Partnerschaft mit Grenzen setzen, beziehungsweise oder mit Grenzen ausdrücken, wie es du erlebst. Ich freue mich auf deine Kommentare, ich freue mich auf die Kommunikation mit dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.